Wir sind ja froh, dass es viele Löcher in einer Mauer gab damals. Sonst würden wir hier nicht so schön gemütlich nebeneinander sitzen und mit Ihnen plaudern. Aber ein Loch in einer Mauer sorgt für richtig Stunk in Brandenburg. Und zwar in einer frisch gebauten Lärmschutzwand an der Autobahn wird eine Lücke gelassen. Anwohner leiden unter dem Lärm und sind stinksauer. Das zuständige Amt wiederum, das stellt sich komplett quer. Die Dorfbewohner sind wütend. Wir wollen Ruhe! Wir wollen Ruhe! Weil genau hier, wo sie wohnen, 100 Meter Mauer fehlen. Dieser Lärm schädigt unsere Gesundheit und die unserer Kinder. Doch eine Behörde sieht sich im Recht. Wer hier wohnt, der mag es eigentlich ruhig. Aber weil sie diese Ruhe eben nicht mehr bekommen, kocht die Wut bei Familie Wegener immer wieder hoch, jeden Abend von Neuem. Rund 50 Meter trennen das Haus von der neuen Bundesstraße. Am meisten belastet uns natürlich, dass man sich hier nur noch bei geschlossenen Fenstern aufhalten kann. Sobald man die Fenster öffnet, hört man diese ununterbrochenen Straßengeräusche. Ganz besonders natürlich von den LKWs, die hier zuhauf vorbeikommen. Wenn ich schlafen will, also einschlafen will, dann geht das einfach nicht. Dann kann man sich auch nicht ausruhen oder so. Die Bundesstraße B112 in Brieskow-Finkenheerd in Brandenburg ist nagelneu. Ein Schutzwall bewahrt die Anwohner vor lästigem Autolärm. Nur an einer Stelle eben nicht. Und hier, genau wo wir wohnen, hat man ein Loch in der Schallschutzmauer gelassen. Und das sieht der Landesbetrieb Straßenwesen so. Hier links soll es nicht so laut sein wie hier rechts. Deswegen gibt es auch keinen Schutzwall. Weil bei der Planung berechnet wurde, dass die entstehenden Schallpegel unter den Grenzwerten liegen. Und zwar 1 Dezibel. Die Wegeners und ihre Nachbarn haben es nun selbst gecheckt. Laut unseren Messungen werden vor allen Dingen in den Morgenstunden zwischen 4 und 6 Uhr die Grenzwerte fast durchgehend von den Fahrzeugen überschritten. Ebenso am Nachmittag. Die Behörde sagt jedoch, was wir hier messen, interessiert sie nicht. Sie hat berechnet, bei uns gibt es keinen Lärm. Und nicht nur die Wegeners, die seit 20 Jahren dort leben, ärgert das massiv. Auch die anderen 8 Familien können es nicht fassen. Mich ärgert am meisten, dass die Bevölkerung nicht geschützt wird vor so einem Lärm. Und das kann man eben nicht verstehen. Der Lärm, der macht uns zu schaffen. Draußen sitzen im Sommer, das geht auch nicht mehr so richtig. Aber es wird noch kurioser. Der Irrsinn dabei ist noch, dass ein altes Betriebsgelände geschützt wird und das Wohngebiet, wo die Leute wohnen, keinen Schutz hat. Wer soll das verstehen? Denn dort, wo die Lärmschutzwand wieder beginnt, steht eine seit Jahren stillgelegte Fabrik. Und was sagt das zuständige Amt dazu? Auf unsere Fragen bekommen wir diese Antwort. Nach den gesetzlichen Vorgaben war und ist eine Lärmschutzwand in diesem Bereich nicht erforderlich. Aha, die Anwohner wollen sich dem Behördenirrsinn nicht hingeben. Denn irgendwie wirkt das Ganze doch eher wie ein Scherz, nur dass niemand drüber lachen kann.